Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Es sei am Anfang direkt mal dazu gesagt, das wird so eine kleine Laber-Farm-Clanspiel-Folge, so ein bisschen Bullshit-Bingo-Folge, weiß ich noch nicht genau, was wir jetzt heute machen. Ich weiß eigentlich schon, was wir machen. Nur generell wird's halt, wie gesagt, eher so ein bisschen in die Rederei und ja, sowas abdriften. Also wir haben noch eine Clanspielaufgabe. Ich werde diesen Clan allerdings hier nachverlassen, weil es einfach mal wieder Zeit wird, zu dem Mr. Mobile Fanboy Clan zurückzukehren. Seit ich hier drin bin, sind ja einige Leute dazugekommen. Das bedeutet, wir sind jetzt 50, glaube ich, ne? Wo ist die Nummer an Spielern? 50, Mitglieder 50 von 50. Und auch eigentlich die meisten aktiv. Also hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ich hoffe, der Clan bleibt auch aktiv, wenn ich weg bin. Wir werden ihn auf jeden Fall mal als Lesezeichen auf jeden Fall mal speichern. So, und dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Müssen noch ein paar, also es heißt ja als Sprichwort, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und das versuchen wir jetzt mal. Oh, hier sind schon ziemlich viele. Es war Rathaus 13, aber er hat so viele Heldenlevel. Ja, ja, ja. Und ein bisschen Gold hat er auch noch für uns. Aber wir gehen trotzdem mal von unten vor, oder? Ne, wir machen Killsquad. Boah, ich hab drei Fledermauszauber. Ich habe drei Fledermauszauber. Das ist jetzt nicht ganz so schön, dass wir drei Fledermauszauber haben. Okay, du musst mal eben auf Luft, mein lieber Warden. Du musst auf Luft. So. Was habe ich da drin? Ich habe da wahrscheinlich Loons drin, oder? Ja. Yep. Oder? Eine Pekka? Okay. Das lief jetzt erstmal gar nicht wie geplant. Die Königin lebt auch noch. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen mehr gleich auf das Gold konzentrieren und ein bisschen weniger auf die Heldenlevel. Das könnte funktionieren. Ich will den Clan aber nicht verlassen, ohne die Aufgabe noch geschafft zu haben, damit ich wenigstens noch ein paar Punkte zu den Clanspielen beitrage. So viel Ehre habe ich da noch. Das muss auf jeden Fall sein. So. Jetzt gucken wir mal. Unten hat er das ganze Gold. So, erste Reihe. Zweite Reihe. Dritte Reihe. Warden hinterher. Zack. Zack. Und hier unten noch die Zauber. Komm, das setzt sich schnell. Der Plan ist nämlich, dass ich gleich den Warden zünde, wenn wir noch ein bisschen mehr von den Fledermäusen haben. Aber das... Ja, okay, jetzt. Wir gucken einfach mal, ob das funktioniert. Okay, wir haben gleich den Stern zumindest schon mal. Da, immerhin, den Stern haben wir jetzt gleich schon mal. Jetzt sind sie gerade auf dem Weg Richtung des Rathauses, aber er hat ja noch kein... Er hat ja kein einziges Katapult. Ja, das ist gut für uns. Das ist ja gut. Oh, wir haben doch den meisten Loot haben wir noch bekommen. Läuft doch bei uns. Den allermeisten Loot haben wir doch. So, das noch kaputt machen. Ah, jetzt fliegen sie. Oh, ja, 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 zum König. Genau, gut. Die fliegen zum König. Okay, königliche Gladiatorin ist Level 1. Das hilft uns natürlich jetzt nicht ganz so viel weiter, aber okay. Ja, sie ist tot. Sie ist tot. Wir haben es geschafft. Aber sowas von locker geschafft. Easy. Easy peasy haben wir das geschafft. Das haben wir richtig easy geschafft. Das ist gut. So, jetzt werden wir gleich noch ein paar Truppen ausbilden. Ich muss noch mal auf den Goldpass gucken. Ich habe die größere Saisonbank nämlich, glaube ich, immer noch nicht freigeschaltet. Das ist schlecht. Müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt noch zusammenbekommen. Weiter, weiter, weiter. Alter, wir nehmen den ja richtig auseinander. Hätte ich so gar nicht erwartet. Oh, gut. Maximalen Liga-Bonus haben wir auch. Ich weiß gar nicht, wo wir uns gerade befinden. Aber wenn der Gegner Gold 1 ist, dann kann ich nicht weit davon weg sein. Da kann ich nicht weit von Gold 1 weg sein. Das kann ich jetzt schon mal sagen. So, weiter noch ein bisschen. Bitte noch. Komm. Okay, wir sparen uns jetzt den Warden auf. So, guter Loot. Helden zerstört. Alles okay. Jetzt brauchen wir natürlich ein paar Loons. 36. Was? Ach, stimmt, es geht um die König-Level. Ah, wir müssen Könige besiegen im Wert von 36 Leveln. 50 Level, das ist okay. Verwirrungsstufe schon wieder maximal hier gerade bei mir. Aber nehmen wir die Yeti, komm. Wir nehmen mal die Yeti mit. Schipp, paar Yeti an den Start. So, passt auf jeden Fall. Du auch noch mit. Einen Sprung darf man nie vergessen. Ja, läuft soweit. Moment. Das nehmen wir noch mit. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz nach. Was haben wir denn noch an Aufgaben überhaupt ready? Es sind schon noch einige... sind schon noch da. Aber stimmt, ich wollte ja den Goldpass gucken. Wir müssen 3 Kämpfe in Folge gewinnen, dann kriegen wir 100 Punkte. Das hatten wir doch, dann habe ich's doch. Dann habe ich's doch. Einen Kampf jetzt noch gewinnen, dann haben wir's. So, beim Trank einschmeißen. Nein, ich habe keinen. Nein, nein. Alter, wir haben den Boost. Wobei, ne, warte mal, aktuell ist Heldenboost. Heldenboost ist aktuell. Das bringt mir jetzt gerade nichts.
Die wissen leider noch nicht, dass ich sie gleich verlassen muss. Es tut mir so leid. Hallo? Hallo? Oh nein, arme Sonnenschein. Ich glaube, ich nehme sie mit. Ich glaube, ich nehme sie mit zu Mr. Mobile Fanboy Clan. Ja, die Toilette. Ja, ja, der Klassiker. Ein kleiner Insider-Witz. Aber ich muss jetzt schon lachen, wenn ich die Toilette... Ich kann gerade leider keine Smileys machen, auch ein Insider. Deswegen, kann ich leider kein Nilpferd oder beziehungsweise ein Flusspferd machen. Ein Hippo, ein kleines. So, wir gucken jetzt mal eben nach, dass wir jetzt hier noch was mitgenommen kriegen. Das sind ja auch wieder dann noch 20 Punkte. Ich glaube, ich habe ja schon angegriffen heute. Ich glaube, ich war schon fleißig und habe mir schon ein bisschen angegriffen. Aber wir nehmen uns jetzt auf jeden Fall diesen Stern noch eben mit. Und so viel Zeit muss auf jeden Fall sein. So, in der Mitte jetzt offen. Da ist jetzt noch der Brutzler, der Multimörser. Und dann sind wir auf dem Weg Richtung Meisterhütte. Einen Stern haben wir. So, ersten Stern haben wir. Also eins davon muss ich jetzt auf jeden Fall kriegen. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal den Multimörser kriegen, wenn er sich natürlich noch... den Brutzler schnappen würde, das wäre auch nicht schlecht, aber schaffen wir, glaube ich, nicht mehr, oder? Außer wir lenken jetzt mit der... Achso, wir lenken mit der Kampfmaschine ab. Von der anderen Seite kommen jetzt... Ja, ja, genau. Genau so, Leute. Genau so muss das. Perfekt. So, Kampfmaschine, bitte kümmere dich jetzt noch darum. Ja. Zweiter Stern. Wenn wir den Beutebonus hier, den Duellbonus noch mitnehmen, dann ist das auch gut für den Goldpass. Der letzte Nacht Dorfangriff als Flusspferd. So. Na du kleines Hippo-Strahl. So, macht keinen Sinn. Frost, yes, wir können mal spenden. Und gucken mal eben nach. Ihr habt 2 von 4 mal den Bonus mitgenommen. Zauber muss ich noch spenden, kriegen wir nicht mehr hin. Wir müssen uns echt darauf verlassen, dass wir das jetzt holen. Das ist jetzt das, worauf wir uns konzentrieren müssen. Aber wir machen einen kurzen Cut. Ich suche mal eben den Gegner raus. Oh, wir haben Clankrieg. Ich bin aber nicht im Clankrieg dabei übrigens. Sonst wäre ich sofort natürlich nicht... Also sonst wäre ich natürlich nicht rausgegangen. Ne? Sonst hätte ich natürlich meine Angriffe gemacht. Hätte er noch bis zum Ende, wäre ich auf jeden Fall drin geblieben. Damit ich noch den Leuten spenden kann. Das ist ja logisch. Denn ich finde es immer so blöd. Auch wenn wir... Wir hatten früher bei Kick hatten wir immer so eine CW-Gruppe. Und dann habe ich die Leute dahin eingeladen. Aus meinem Clan natürlich. Und dann hatten wir Clankrieg. Und nachdem die Leute ihre Angriffe gemacht hatten, sind dann voll viele dann halt schon aus der Gruppe gegangen, wo ich mir gedacht habe, das ist doch irgendwie blöd. Denn wenn du dann schon rausgehst, dann kannst du den anderen doch gar nicht mehr helfen. Vielleicht will einfach nur jemand ein paar Tipps noch haben oder so. Wie greife ich jetzt da am besten an und so weiter und so fort. Ja, und dann geht man einfach aus der Gruppe raus. Danke. Oh, 40k. Das sollte man übrigens nicht machen. Man sollte möglichst immer reinschreiben, was man haben will. Was willst? Das ist mal immer, sonst kriegt man nämlich nur Kacke. Also wenn du schreibst für CK, dann kann es auch sein, dass dir jemand Kobolde gibt und du kannst ihm ja nichts vorwerfen, denn es stand ja nichts in der Clanburg drin. Und jetzt heilen da oben die Heilerinnen, die Päcker. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Ist ja noch ein bisschen was da. Ist ja noch ein bisschen was da an Truppen, es ist auch noch ein bisschen was allerdings an Verteidigungsgebäuden da. Und wenn er auf 2 Sterne gehen will, dann muss er sich jetzt langsam mal so ein bisschen sputen, der Raman von unserem Clan gegen Stefanie. Aber nein, es ist nicht die Stefanie aus, es ist nicht die Dr. Muchtaba. Irgendwas Gutes. Genauer. Bitte. Das ist irgendwas Gutes. Das kann alles sein. Ich meine, womit will er angreifen? Greift er mit Loons an? Greift er mit Drachen an? Greift er mit Go Wipe an? Go La Loon? Oder Go Hawk? Das ist ja dann unterschiedlich, ne? Du kannst... Je nachdem, womit er angreift, ist das eine gut für ihn und das andere schlecht. Diese Leute. Ein bisschen werde ich sie vermissen. Ah, es wird leider nichts mit 2 Sternen. Die Königin ist jetzt angeschlagen und die Heilerinnen gehen leider alle auf die Päcker, was ein bisschen blöd ist jetzt. Er hätte die Päcker halt sterben lassen müssen erst und dann den Rest setzen, aber ist auch egal. So. Wir konzentrieren uns jetzt auf unseren Angriff. Ich spende die mal eben. Wo ist denn die Päcker? Da ist die Päcker und kurzer Cut. Bis gleich. So, nochmal ordentlich Dunkles, will ich auch haben. Er hat eine Luftabwehrmausbau, einen Inferno-Türm im Ausbau. Perfekt für unsere Zwecke. Luftfeger habe ich diesmal direkt gesehen, ein Glück. So, ich werde da mal eben einen Sprung setzen. Nein, wir haben nur einen einzigen... Oh. Jetzt ist dieser Sprung ganz alleine für diesen einzigen Yeti, weil ich die Helden nicht habe. Also zumindest habe ich die Königin und den König nicht.
Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Allerdings schnappt er sich jetzt schon mal das Goldlager. Na gut, ich verzeihe ihm noch. Das ist jetzt wirklich gerade mal etwas blöd. Das ist wirklich gerade etwas blöd. Okay, das müssen wir jetzt irgendwie ausgleichen. Habe ich denn noch was? Ja, ich habe noch einen Max-Felsenwerfer. Immerhin. So, das funktioniert. Ich will eigentlich ja nur das... Wir wollen etwas dunkler haben, wollen ein bisschen was noch haben natürlich von dem Elex und Gold. Sag ich mal so, sag ich dann auch nicht neu, ne? Wenn wir da noch ein bisschen was kriegen würden. Ja, komm jetzt schon mal. Ich wollte unbedingt noch den Felsenwerfer gerne im Radius haben. Das war mir noch wichtig. So, jetzt wird auch schon mal gefrieselt, was das Zeug hält. Ja, der Felsenwerfer soll nämlich noch unbedingt bis zum Rathaus durchkommen und soll erst dann kaputt gehen, wenn das Rathaus auch kaputt ist. Ja, damit nehme ich jetzt gleich. Ja, er am Leben bleibt. Perfekt, das lief doch schon mal ganz gut. Adler der Fack. Inferno-Turm oben weg, gleich. Ja, das läuft. Das läuft doch soweit. Aber ich werde nie den Giftzauber los. Dann werde ich ihn da jetzt mal draufschmeißen. Dann werfe ich ihn jetzt da drauf. Den König kriegen wir auch nicht mehr da oben, ne? Kommt, Leute. Ich werde gleich da freezen. Nämlich Bogenturm, Luftabwehr und Inferno-Turm. Ah, vielleicht ein bisschen zu früh. Oh, die Luftabwehr ist aber schon down. Ja, ansonsten haben wir doch fast alles. Bis auf den König, was ich eigentlich haben wollte. Habe ich alles. Deswegen muss ich da eigentlich noch einen Angriff machen, denn sonst kriegen wir den König ja gar nicht. Also sonst kriege ich die Quest nicht für die Clan-Spiele, die ich unbedingt noch haben wollte. Oh, guck mal, eine Laterne. Eine Laterne. So, mach das noch kaputt. 78%. Ich spekuliere jetzt halt noch drauf, dass sich die Adrax noch irgendwie den Sammler oder die Mine noch holen. Wird aber schwierig. Boah, der Warden hat direkt die suchende Luftmine gefressen. Aber direkt. Ich gebe noch nicht auf. Nein, nein, nein. Ja, sie haben es noch. Wir haben noch einmal drauf geschossen. Genau das wollte ich noch haben. Also loot-technisch, aktuell kann ich mich nicht beschweren, wirklich. Das geht super klar. Oh, noch mal geschossen. Also Loot ist wirklich sehr viel da momentan. 5,3 Millionen Elex. Ich spare aktuell auf 7, irgendwas, ne? 7, irgendwas Millionen für... Moment. Drachen und Frost. So, scheiße, Mann. Was braucht er denn? Fritzenpuffreis. Das ist der geilste Name, den ich seit langem gesehen habe. Alter, was ein Name. Fritzelpuffreis. Nicht schlecht. Wirklich, muss ich sagen, nicht schlecht. Ah, Lux und Wut. Ja, Wut passt da nicht rein, deswegen geben wir ihm einfach mal eins davon. Geben wir ihm noch einen Freeze mit. So langsam habe ich doch mal so 25 fertig, oder? So 25 Zauberspenden. Ich habe gerade so viele Zauber hier gerade gespendet. Jetzt noch einer. Loot. Und ein Felsenwerfer. So. War das? Nein, 24 von 25. Oh, ich muss Zauber spenden. Muss Zauber... Fritzelpuffreis. Hieß der so, oder? Ja, oder? Hieß der? hieß doch so, oder? Also lustig. So, okay, aber jetzt ein... Wieder kein Sprung? Wollt ihr mich denn veräppeln? Wir müssen doch noch unbedingt dran und müssen noch ein bisschen was... Wir müssen noch ein paar Helden brutzeln, beziehungsweise müssen unbedingt noch einen König kaputt machen. So, da gönne ich mir auch echt mal nur die. Da gönnen wir uns jetzt mal wirklich nur die. So, das passt auch alles. Jetzt warten wir mal eben ab. Oh, aber Klangkriegsangriff. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel zeigen. Black Shadow, ja, das war der, den wir den Packer gegeben haben. Dankeschön. Oh Gott. So. Päcker oder höher? Was ist denn höher als eine Päcker? Das kannst du doch gar nicht vergleichen. Was ist höher als eine Päcker? Ich weiß es nicht. Sagt es mir. Boah, ich habe so viele Spenden. Wie viel habe ich? Ich bin ganz... Wo war ich denn? Da. 596. Und jetzt reicht's doch mal, oder? Ja, dankeschön. So, größere Saisonbank. Check. Läuft. So, kurzer Cut. Bis gleich. Alles klar. 700.000 Gold nehme ich mit. Ich habe mir übrigens die 2 Millionen Gold vom Goldpass geholt. Nicht wundern, jetzt sind wir bei 7,6 Millionen Elex, damit ich gleich noch das Lager ausbauen kann. Was hier natürlich ganz gut ist, wir können außen schon mal mit denen ein bisschen was wegmachen, mit den Lakaien. Und ja, in der Klammburg habe ich... Oh, boah, wir haben nichts an... Doch, wir haben einen. Wir haben Mauervernichter. Gut, ich wollte gerade schon sagen, habe ich keine Mauervernichter. Da sollte man noch niemals die Tornadofalle hinmachen. Niemals.
Ich will einfach nur den Giftzauber mal irgendwann loswerden. Denn er wird eh nichts in der Klanburg haben. Die haben einfach nie was in der Klanburg. Deswegen. So, alle rein da bitte. Okay, jetzt ist es schon kaputt. Läuft. So, muss ich gerade schon mal einmal den Warden zünden. Super. Jetzt sind sie alle da drin. Warum auch immer. So, da nochmal. Oh, König war kurz vor knapp. Jetzt muss ich. Ich will einfach nur das Gold. Leute. Ich will einfach nur das Gold haben. Mehr will ich nicht. Wir wollen nur eben schnell das Gold haben. König ist down. Gold? Ja, sind sie jetzt so langsam schon mal dran. Wo ist die Königin? Die Königin kümmert sich. Ja, kümmere dich um das Rathaus. Okay, da haben wir noch ein bisschen Gold gestohlen. Bitte. Bitte, die Adlerdef noch. Oh, das ist nicht ansatzweise so viel Gold, wie ich dachte. Wir kriegen nicht ansatzweise so viel raus, wie ich dachte. Ärgerlich. Haben wir den König eigentlich besiegt? Haben die Quest jetzt mal irgendwann... Doch, wir müssen die geschafft haben. Wir müssen die geschafft haben. War zwar kein guter Angriff, aber ich glaube, wir haben es geschafft. Level 4 Wutzauber. Danke. Oh, stimmt, wir haben auch mit einer... Ja, die Klammerburg war halt Mist. Also, aber ich bin ja froh, wenn ich überhaupt eine Klammerburg bekomme. Deswegen, so, fordern wir mal eben... ich kann gar nichts mehr anfordern. Wir gucken mal ganz kurz auf die Clanspiele. Ja. Ich wollte halt zumindest jetzt mit 500 Punkten rausgehen, damit ich überhaupt ein bisschen was geleistet habe. Und jetzt bauen wir mal eben noch schnell das Armeelager aus. 7,2 Millionen. Passt. 80.000 Dunkles, damit kriege ich jetzt erstmal nichts hin. Die Helden werden ziemlich teuer sein. 145.000 der König und 156.000 die Königin. Und dann würde ich mal sagen, so Leute, ich werde jetzt wieder in den MBF-Clan gehen. Komme vielleicht bald nochmal wieder. So, dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen, aber nicht ohne den Clan zumindest noch eben verlassen zu haben. Und dann müssen wir uns hier auch nochmal eben ganz schön in den anderen Clan zurück. Und dann sage ich mal, sehen wir uns in einer weiteren Episode wieder. Schaltet morgen wieder ein. Dankeschön fürs Zuschauen. Guckt in die Beschreibung. Abonniert den Kanal. Gebt gerne den Creator-Code ein. MBF. Macht's gut. Tschüss.